So, moin Leute, und da sind wir wieder im 18. Part von Let's Play Far Cry 3. Und da das letzte Mal nicht so ganz geklappt hat mit dem Büffeljagen und dann kam noch der Schficktiger da, der meinte, er müsste mich kaputt machen, obwohl er 3 Pfeile gefressen hat, hab ich mir gedacht, gehen wir nochmal auf Büffeljagd. In der Hoffnung, dass das dieses Mal besser läuft. Diesmal habe ich mir das andere Gebiet ausgesucht. Ich glaube, das war auch ein bisschen näher dran. Und ich will mal sagen... Nein, warte, wie kann ich... Warte, irgendwer hat mich gerade gesehen. Egal, wir nehmen hier mal... Bumm. Bumm. Alter, bist du nicht tot? Alter, willst du mich verarschen? Ich glaube, es hackt. Jetzt. Alter, das Vieh viel gefressen. Und jetzt waren da wieder andere Leute. Irgendwo weg. Na, komm mal. Komm mal hier, Putt. Versteck dich nur! Ich finde dich schon! Schon wieder? Oh, das wird er mir büßen! Komm, jetzt lauft mir nicht weg hier. Wird's mir langsam zu krank. Pfeil in den Rücken. Hallo, Leiche plündern. Jetzt darf ich mir meine Büffel wieder suchen, verdammt, ey. Wegen euch Spackos. Aber der hat auch vielleicht viel gefressen, der scheiß Büffel. Ah, ich hatte ja noch einen markiert. Aha, aber den habe ich noch nicht angeschossen. Vielleicht habe ich ihn hier schon angeschossen. Na, anscheinend auch nicht, sonst wäre er nach 2 Fallen verrückt. Und nicht erst nach 3 wie normal. Egal, jetzt habe ich mein Büffelfell. Jetzt bin ich zufrieden. Herstellung. Munition. Munitionsbeutel. Robuste Munition. Bäm. Was brauche ich hier? Tigerfell. Habe ich auch schon. Ey, das ist doch awesome. Fell des Goldenen. Was? Zutat, die bei einer Fahrt des Jägers Aufgabe gefunden wird. Aha. Wo kann's ein goldener Tiger, wo ist? Und gibt's denn irgendwie was Interessantes oder so? Was ich jetzt unbedingt haben muss? Verlorener Brief. Nee, komm. Wir gehen jetzt mal schnell per Schnellreise wieder zurück an den Ort. Hat auch lang genug gedauert mit dem scheiß Büffelmist. Speichern wir auf jeden Fall jetzt mal eben. Nein, da wollte ich nicht hin, Hier wollte ich hin. Speichern. Jetzt weiß ich aber gar nicht, ne, ich hab die... Dingens noch gar nicht, die Munition noch gar nicht. Geh mal hier hin. Ne. Hallo, ich bin... Wo kann ich denn jetzt meine scheiß Sachen verkaufen? Wenn die Olle nicht da ist. Ah, fick dich doch dann nicht. Geh mal wieder zu... Will, heißt er Wilson? Wilson? Ach, keine Ahnung. Wie ist er jetzt, verdammt? Ich liebe den Flammenwerfer. Die Deutschen, was soll ich sagen? Die wissen, wie man was abfackelt. Hier ist dein Earpiece. Danke. Warst du hier mit deinen Jungs da draußen? Nein, nein, nein. Hat schon seinen Grund, warum ich die US-Flagge hier habe. Hier drin herrscht Zivilisation und Ordnung. Da draußen? Im Dschungel? Die Synapsen in unserem Hirn verkümmern so allmählich. Man vergisst, woher man kommt, wer man ist. Ja. Also, was ist mit meinem Freund Oliver? Ich habe fast alles, um den Laden auszuheben. Ich spür's. Übrigens. Du wirst echt populär. Volles Wetter haben wir. Warum, was planst du eine Parade? Dafür liebe ich dich, was? Du hast Humor. Das kannst du
ganze Business ist so knochentrocken. Außer dir. Also, was ist mit dem Weißbrot? Weißt du was, hier interessiert mich ein Dreck. Ist mir scheißegal. Wirklich? Was mache ich dann hier? Sobald du das Lösegeld hast, werden seine Freunde verkauft. Sein großer Bruder ist tot. Und mit dem Kleinen habe ich gemacht, was du wolltest. Bloß meine Schwester. Die tätowiert das Weißbrot. Jetzt hörst du mir mal gut zu. Deine Familie ist mir scheißegal. Du verwachst es mir, dass die dich nicht auf meine Autoantenne gespießt haben. Deshalb fände ich sehr gut, okay, wenn dir Jason Brody, okay, nicht egal wäre. Geht klar. Fantastisch. Ach, ich liebe dieses Wetter. Wie heißt dieses Dorf da unten noch? Beresong? Einheimische Sympathisanten. Die haben ein Transportverzeichnis, das mir am Herzen liegt. Ich werde sie mal besuchen. Schön, dich zu sehen, Lars. Du musst dann wohl nach Beresong. Ich wette, Oliver steht auf dem Verzeichnis. Wer hat es? Sag ich dir, wenn du da bist. Ich habe noch was zu erledigen. Du findest ja raus. Das sollte machbar sein. Wo geht's raus? Scheiße, wo geht's raus? Ich glaube hier. Hier, ne? Nee, scheiße. Scheiße, ich hab mich schon wieder verlaufen, Mann. Wo geht's raus? Hier, oder? Verdammt! Ja, okay, lassen wir das. Das ist jetzt weniger witzig. Geil, ist die Olle jetzt mal da? Ich will jetzt was verkaufen hier. Mein Gott. Ganz for sale, ja. Dankeschön. Ich sehe das, wie das for sale ist. Du verdienst anscheinend genug. Und brauchst das nicht. Okay, da oben geht's hin. Steht hier irgendwo eine Karre? Natürlich nicht. Das ist natürlich awesome. Hui. Da will ich auch Körper reinmachen bei der halben Meter Tiefe. Ja, wir wollen jetzt 600 Meter laufen. Das ist geil. Darauf stehe ich. Warum sind hier so viele grüne Pflanzen? Ich glaube, ich könnte auch mal wieder Sprit schon herstellen. Müde. Ja, habe ich noch eine in Reserve. Auf geht's. Lauf, Mann. Vielleicht passiert ja irgendwas Cooles unterwegs. Jetzt geht er hoch, Mann. Die Piraten. Das hat einen Außenposten. Den nehmen wir mal eben ein. Habe ich mir jetzt überlegt. Da ist auf jeden Fall der Alarm. Wieso kann ich den Alarm eigentlich nicht markieren? Foto machen. Sieht geil aus. Da irgendwie, ne. Da ist Alarm und da ist Alarm. Ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich kann besser den rechten nehmen. Mal eben von hier irgendwie gucken, ob da noch wer Neues zu entdecken ist. Ich will mal einen scheiß Außenposten so ganz stealth-mäßig einnehmen. Das wäre ziemlich awesome. Jetzt hätte das die Sau mich fast entdeckt. So, er ist hier oben am Start. Und er ist da am Start. Und der... Ich glaube, ohne einen Kill werde ich da... Ich glaube, ich werde ihn hier abmoxen. Und dann werde ich das schaffen. Na komm. Obwohl, nein, er kommt hier gerade in die Richtung. Ist der besoffen oder so, der andere da? Ja, jawohl, der hat die Wodka-Pulle oder was auch immer schon in der Hand. Vielleicht schaffe ich es auch ohne.
Oh, den habe ich gar nicht markiert. Okay, das... Kaltes Bier. Ja, das wäre jetzt geil. Boah, was findest du denn hier mit dem Feuermann? Glaube ich, brenne so ein bisschen, oder? Wo ist er da oben? Gilt das jetzt auch schon als Alarm ausgelöst? Weil die haben mich ja im Prinzip noch nicht gesehen. Okay, ich glaube, er hat mich jetzt mal gesehen. Egal, sie haben wenigstens keinen Alarm ausgelöst. Hat war halt nicht geplant, dass die das bemerken, ne? Oh, ein RPG, den nehme ich doch. Direkt hier. Alles wegballern. Was? Guter Tag oder was hat er gerade gesagt? Was ist das denn? Was? Wo hab ich denn der C4 jetzt her? Okay. Hab ich jetzt C4 oder wie? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, dann will... Ach, okay, dann wählt er das aus. Gut zu wissen. Mal Leichen plündern hier. Geht mit irgendwas. Gute Arbeit, aber es ist, wir sind noch nicht fertig. Oh, da ist noch eine Kiste. Die Sachen an der Ausgangstafel anlehnen. So. Auf geht's. Ich habe ja auch mal eine Karre. So, wie fahre ich denn jetzt am besten? Komme ich da durch? Irgendwie? Wir haben den Außenposten. Weg da. Aber es gibt immer noch Arbeit. Ja, ja, halt's Maul. So, natürlich wieder hier keine richtigen Wege, sondern nur diese Pissdinger. Das ist... Oh, verdammte Scheiße, Mann. Was war das denn? Ich will hier an der Seite vorbei. Na, okay, ich glaube... Doch, habe ich wohl geschafft. Ich wollte gerade sagen, ich schaffe es, glaube ich, auch nicht. Ich muss aussteigen. Aber nix ist unmöglich. Willis, ich bin in Barristown. Da ist ein Schuppen mit Blick auf den Teich. Ich glaube, ich steige jetzt mal aus. Nicht erwischen lassen. Boah, jetzt ein Fallschirm, das wäre doch geil. Warum brennt da alles? Oh, ich habe schon sogar was markiert. Kann ich noch mehr markieren? Noch nicht. Alter, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Jetzt muss ich hier echt... Oh, obwohl, hier kann ich runter. Ich habe nämlich echt keinen Bock da jetzt... Oh, hier wäre, glaube ich, eine... Ah, danke schön. Habe ich zwar nicht gedrückt, aber cool. Da er die so automatisch nimmt. Ja, jetzt lasse ich mal eher los, als er automatisch loslässt und dann kriegst du direkt aufs Maul. Heute ist hier. Warte, bis er weg ist. Sonst macht der Hähnchen süß-sauer aus seinem Freund. Ich will, dass euch klar ist, dass jeder, der diesen Wilden draußen im Dschungel hilft, endet wie unsere Freunde hier. Das ist heute. Ist das bei euch angekommen? Du, lauf! Siehst du den rot gestreiften? Bitte vom Bienenfeld? Deutlich genug! Viel Spaß, John! Unser Mann, du musst ihn da rausholen. Bist du krank? Er hat das Transportverzeichnis, das dich zu Oliver Caswell führen wird. Ist sicher verschlüsselt, aber ich mach's, wenn du ein Foto schickst. Aha. Scheiße, Olli. Das ist nicht. Du musst den Kerl retten. Du musst gar nichts. So, mal eben. Ich vielleicht schon mal vorher machen sollen. Hallo?
Der markiert die jetzt einfach mal. Oh, jetzt habe ich ein Foto gemacht. Scheiße. Er markiert die einfach mal nicht. Ich wollte gerade sagen, warum wirft er das Scheißmesser? Langsam macht. So. Aber eben waren hier noch bei mir. Ich glaube, hier durch das Wasser laufe ich lieber nicht, weil da liegt, glaube ich, auch so eine Mine. Da laufe ich lieber hier die Wege. Okay. Okay, schön langsam. Halt's Maul. Schafft das schon irgendwie. Halten zum Integrieren. Agent Willis bat mich, dich rauszuholen. Er meint, du kannst mir helfen, einen meiner Freunde zu finden. Sag mir jetzt erst, wo Oliver ist. Nein, ich muss vorher zum Dorf. Ich sag es dir dann dort. Fluch doch mal. Okay, mir nach. Wir müssen das Feld überqueren. Wolltest du dich verstecken? Ja, die haben uns jetzt eh gesehen. Das heißt, ich kann jetzt auch die schweren Geschütze auf. Boah. Jetzt komm. Voll. Trifft von Headshot. Oh, ich hab gar nicht mehr an die Minen gedacht. Mein Haus ist da auf dem Hügel. Komm. Ja, Junge. Ich stehe vor dir, aber egal. Ich bin weiter als er und er sagt mir, ich soll kommen. Ja. Ja, war fu, Mann. Dann komm doch auch, verdammt. Bleib in meiner Nähe. Nein, das wollte ich nicht machen. Ich wollte ihn plündern. Ja, ich bin in deiner Nähe, Alter. Alter, was er meint, ne? Was er meint, was er labert. Hast du nicht gelernt? Jawohl, er rennt erstmal ins Feuer rein. Junge, Daumen hoch, ist es wieder von mir. Ach, der ist liegt hier vorne. Find er immer schnell. Vielleicht ist da noch was Brauchbares drin. Wo ist denn er? Da. Ah, ist tot. Ja, komm. Ich habe kaum noch verdammte Munition. Ich glaube, er wieder ins Feuer gerannt oder so. Da sind hier die ganz intelligenten Leute wieder. Scheiße, ich wurde beraubt. Wo ist es? Hier liegen irgendwie Minen. Oder? Was ist das? Ach, die kann ich selber nehmen. Hey, deck mich, während ich suche. Nee, denke ich gar nicht dran. Ach, ist schön. Hä, kann ich ihn irgendwie nicht treffen oder so? Jetzt. War doch gerade eben noch mehr. Als der eine Heimscheißer hier. Ja, dann such schneller, verdammt. Ich werde zu spät. Zu spät auf den Pfad geschossen. Komm her. Da ist noch einer. Boom. Boah, so schneller, verdammt. Jetzt gibt's eine Kugel in den Arsch.
komm. Alter, was machst du da? Du suchst die ganze Zeit auf 2 cm. So, schieb ein Blatt hoch. Ah, ne, der ist nicht drunter. Liegt hin. Hab ich da unter dem Blatt schon gesucht? Heben wir was mal hoch. Ne, ist nicht da. Hab ich unter dem Blatt schon gesucht? Ah, ne, ist nicht da. Hab ich unter dem Blatt schon gesucht? Ne, ist nicht da. Alter. Ups, was habe ich gar nicht gesehen. Jawohl. Komm mal hier ran auf den Meter. Okay, ich habe zwar gar nicht leer gedrückt, das hat er jetzt sogar automatisch gemacht. Das finde ich geil. Oh, jetzt fackelt hier noch mehr ab. Also, das sieht echt geil aus. Oh, 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 shit. Junge. Alter Vater. Gib dir mir da einmal einen Messerhieb und ich bin fast tot. Ja, ich bin da. Hier ist es. Ich hab das Transportverzeichnis. Mann, endlich. Ich fotografiere das mal für Willis. Ja, dann fotografieren wir das mal. Das macht automatisch, ja, die Kamera war leider auch so pfeife. Willis, hast du das Bild? Das fangen kann man mit. Entschlüsselte Koordinaten gesendet. Oliver ist auf der alten Straße. Gut, bin unterwegs. Ein Mann namens Hoyt. Also ich wusste nicht, dass man mit dem ausgemachten Fotoapparat Fotos machen kann und dass man mit dem Fotoapparat Daten schicken kann. Aber nun gut, wir sind hier in... Verdammt, wo spielt das überhaupt? Egal, auf irgendeiner tropischen Insel und da geht das anscheinend. Und ich sehe gerade, wir haben noch wieder Fähigkeitspunkte. Hergestellt, nein, das brauchen wir nicht. Hüften, nee. Was? Doppeltot von oben? Mit Länge? Okay. Na, Logo kaufen wir das. Was bringe dich über 2 Gegner so in Position, dass der entsprechende Symbol erscheint? Springe auf sie mit Leer, um sie beide auszuschalten. Du erhältst 7-fach XP für jeden Kill. Aha. Coole Scheiße. Das sieht auch hier mega awesome aus auf dem Bildschirm. Was haben wir hier noch? Ach, das habe ich schon gekauft. Was haben wir hier? Wenn du keine Mediziner zahlte Q, um mit erster Hilfe 3 Gesundheitsfelder zu heilen. Okay. Was gibt's hier noch? Sonst mache ich das jetzt gleich mal. Beute-Takedown. Du plünderst Gegner automatisch, wenn du einen Takedown ausführst. Das finde ich sehr geil. Ich mach mal Stabilität verbessern. Mach ich auch noch mal. Du kannst Pfeile 50% schneller ziehen und verschießen. Das ist auch ziemlich geil. Auf geht's. Der letzte geht dann halt hierfür drauf. Gott. Oh, und wir machen an dieser Stelle jetzt auch einen Cut, denn der Part ist schon wieder viel zu fucking lange. Oh, Herstellung, ich kann was Neues herstellen. Das gucken wir uns jetzt doch noch erst an. Ach so, irgendein Kampf, Scheiß, Scharfschützen, Spritzgedöns. Ja, wir machen an dieser Stelle einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also, macht es gut. Bis zum nächsten Mal und Bananarama.